Also, heutiges Thema, die Normalform der quadratischen Gleichung direkt in eine Linearfaktorenform umwandeln. Das ist heute unser Thema. Normalerweise haben wir gesagt, wenn wir das Ding haben hier so, f von x ist x² plus 10x plus 21, was machen wir daraus? Wenn wir die Linearfaktorenform haben wollen, dann gehen wir den Umweg über die PQ-Formel. Es geht aber auch ein bisschen anders. Und das wollen wir uns heute mal zu Gemüte führen. Wie kommt man da hin? Diskutieren wir erstmal kurz darüber, was möglich wäre, das direkt hinzukriegen. Probieren wir es erstmal aus. Wir hatten jetzt überlegt, ja, hier muss in die Klammer muss ein x und da hier bloß Plusse da sind, können wir auch ein Plus mit reinschreiben. Das mag ja sein. Aber wie geht es dann mit dem hinteren Teil weiter? Also hier und hier, ne, da fällt uns im Moment noch nicht viel ein, aber ein Schüler hatte folgende Idee. Wir wandeln diesen ersten Teil hier um, mittels binomischer Formel und versuchen das mal einzuklammern. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Also das heißt, die quadratische Ergänzung. Ne, so ein bisschen mit Betrug vorwärts, Betrug rückwärts. Ja, x² plus 10x plus 21. Wir müssen also hier was dazu schwindeln. Ich ziehe mal diesen Teil ein bisschen nach vorne. Na komm. Ach, das will er nicht mehr. Na, ist egal. Können wir nicht ändern, dann schreibe ich es nochmal hin. Also, wir schreiben x² plus 10x und hier hinten unsere 21 und dann werden wir mal sehen, was passiert. X² plus 10x, wie kann man das erstmal in die Scheitelpunktsform umwandeln, in Gedanken, indem wir eine quadratische Ergänzung bilden. Hier durch 2 und durch x, das müsste 5 sein. Also x plus 5, ne? Wenn ich jetzt habe x plus 5 in Klammern zum Quadrat und das wieder ausmultipliziere, entsteht hier hinten ein plus 25 und ein minus 25. Das ist unser Betrug hier, der rote. Wenn ich das jetzt wieder zusammenfasse, probieren wir das mal aus. Also das eine ist das Eingeklammerte von hier bis hier. Das wäre das. Und jetzt steht minus 25 plus 21, das ist minus 4. Ne? Also entsteht, heißt der Term dann, ich mache mal dann hier, minus 4 dahinter. Mit anderen Worten, wenn wir das Ding umwandeln wollen, dann heißt das x plus 5 in Klammern zum Quadrat und dann minus 4. Und wir sagen mal, das ist jetzt erstmal 0. Wir wollen jetzt einfach umwandeln. Ja, hieraus eine Wurzel ziehen ist im Moment nicht möglich, aber wenn ich sage, ich nehme die 4 auf die andere Seite, dann müsste es gehen. X plus 5 in Klammern zum Quadrat ist gleich 4, steht dann da. Jetzt darf ich die Wurzel ziehen. Die Wurzel aus dem Klammerausdruck bleibt x plus 5. Ist gleich, und jetzt steht hier eine 2. Ja, kommen wir jetzt weiter. Jetzt haben wir die Wurzel gezogen. Aber wir müssen uns noch etwas an etwas erinnern. Eine Wurzel liefert ein Plus-Minus-Ergebnis. Also hieraus die Wurzel gezogen, das muss Plus-Minus 2 sein. Nochmal erinnern, Minus 2 mal Minus 2 ergibt 4. Also plus 4 und plus 2 mal plus 2 ist auch 4. Deswegen hier. Aus diesem Grunde ergibt sich ein Plus-Minus-Ergebnis. Hier haben wir es. Jetzt kann man das aufspalten. X plus 5 muss dann 2 sein und x plus 5 muss auch minus 2 sein. Mal sehen, ob wir dann weiterkommen. Das kann man entsprechend umordnen und sagen, hier minus 5, x ist dann gleich minus 3 und das andere x müsste dann minus 7 sein. Tja, ob das geht, das kann man dann immer noch ausprobieren. Das könnten unsere x0s werden. Mal sehen, ob das geht. Ich habe hier vorhin mal was vorbereitet. Ah, siehe da, es geht. Also ich habe das hier nochmal verdeutlicht. Normalerweise macht man es untereinander, aber ich habe es jetzt hier mal waagerecht gemacht. Regiestrich minus 5 bedeutet, dass die 5 hier verschwindet und hier drüben erscheint und hier auch. Daher kommt das. Gut, mit anderen Worten, jetzt habe ich es ja gezeigt, ne? Ich habe das vorher so hingeschrieben und habe das dann daraus gemacht und das war unser Rätselteil hier. Das wollten wir rauskriegen. Jetzt weiß man auch, analog wie wir es bisher gemacht haben, wie man solche Verfahren üben kann, indem man ganz einfach sagt, naja, macht ja nichts. Also von hier jetzt, von den Nullstellen auf die Linearfaktorenform zu kommen, ist nicht mehr schwer. Jetzt kann man Folgendes also machen. Man bastelt sich die Aufgabe selber, indem man sagt, naja, dann nehmen wir uns mal Folgendes. Wir sagen x minus 1,4 mal in Klammern x plus 3
soll, bastelt sich hier die Normalform, soll dann eine Normalform ergeben und verwandelt dann mittels diesen Verfahrens das ganze Ding wieder zurück. Machen wir das mal, multipliziert das Ding mal aus und geht dann diesen Weg, wie eben beschrieben, zurück. Ich lasse den Weg dann hier stehen, also bis hierher lasse ich es erstmal kurz zum Abschreiben und dann lasse ich diesen Weg stehen. Also, kurz abschreiben. So, und jetzt hier nochmal das Bild, wenn man jetzt Pause drückt, hier Normalform direkt in Linearfaktorenform umwandeln. Jetzt hier das ganze Bild nochmal, wie man es machen kann. Und jetzt Pause drücken und los. Also wir haben es jetzt ausmultipliziert, x² plus 1,6x minus 4,2 soll die Ausgangsform sein. Wir tun mal so, als wenn wir es nicht wüssten. X² plus 1,6x minus 4,2. Ach nee, ich schreibe das mal gleich mit Platz hin, weil ich weiß, dass ich mit quadratischer Ergänzung arbeiten muss. Soll 0 sein. So, und jetzt schieben wir das weg und tun so. Wie kommt man jetzt auf die quadratische Ergänzung? Man kann es dann einklammern. X, das Plus dürfen wir abschreiben. Hey! Und 1,6 mal 1,6 ist 2,56. Moment, hier gibt es eine Frage. Okay, haben wir geklärt. So, jetzt das Plus konnten wir abschreiben. Und jetzt heißt das, ich muss das irgendwie wieder hinkriegen. Das heißt, 1,6x durch x und durch 2 ist 0,8x. Das steht dann hier in der Klammer zum Quadrat. Das heißt, wenn ich das jetzt hier wieder entsprechend ausmultipliziere, habe ich 0,8 mal 0,8, also plus 0,64 minus 0,64. Das habe ich jetzt hier leider ein bisschen dazwischen schmieren müssen. Das heißt, das minus 0,64, das steht dahinter, ist gleich 0. Wenn ich jetzt mittels Regiestrich das 0,64 hier rüber bringe, diese Minus, also plus 0,64 rechne. Frage? Kleinen Moment. Ja, das kommt davon. Richtig. Jetzt habe ich die 4,2 vergessen. Ich muss natürlich das noch zusammenfassen. Die 0,64 und die minus 4,2, das sind jetzt, siehst du? Danke. Minus 4,84, ne? Müssten es sein. So, jetzt rüber damit. Spätestens jetzt hätte ich gemerkt, dass was nicht stimmt. Ne? Das hätte zu schön ausgesehen. Und es geht weiter. Habe ich noch einen Fehler gemacht? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. So. Jetzt ist aber gut. Jetzt steht hier also x plus 0,8 in Klammern zum Quadrat. Und hier drüben steht die 4,84. Jetzt kann ich die Wurzel ziehen. Ne? Hier glatt und hier werden wir mal sehen, was bei rauskommt. Also Wurzeln. Dann steht x plus 0,8 alleine. Und die Wurzel aus 4,84, wie viel ist die? Wurzel aus 484 ist 22, also muss es 2,2 sein. So, und jetzt wissen wir aber, das ist plus minus 2,2. Und dadurch kommen die zwei Lösungen. Also habe ich einmal x plus 0,8, ich muss noch die 0,8, naja, mal. Plus 0,8 ist 2,2, das ist die eine, x01 und x02. Plus 0,8 muss dann minus 2,2 ergeben. Und schon sind wir der ganzen Sache schön nahe gekommen. Moment. So, ich schreibe das jetzt mal waagerecht hinter. Dann ist x01 und hier x02. Entweder hier, in diesem Fall 2,2, ist 1,4. Und hier ist es dann minus 3. Ne? So, jetzt muss ich die Linearform noch draus basteln. Das mache ich mal in diesem Fall ausnahmsweise hier oben hin. Also ergibt das x minus 1,4 mal in Klammern x plus 3 ist gleich 0 in diesem Fall. Und siehe da, funktioniert. Ne? Also, wenn ich mache noch mal kurz Pause für Fragen, falls die noch geben sollten, und dann gucken wir mal. Gut, also haben wir unser Ergebnis festgehalten, das geht. Wir haben es hier oben ja hingeschrieben, wir wissen ja, was auf uns zukommt, aber man kann so schön üben. Und wir haben in diesem Fall noch eine andere Form der Nullstellenermittlung gefunden, ohne PQ-Formel zu nehmen. Das ist also in diesem Fall auch mal möglich. Jetzt kann jeder entscheiden, was geht schneller. Wir dürfen allerdings eins nicht vergessen, das Ding hier haben wir gegeben. Damit fängt es an. Und wer sich daran traut, der kann es machen. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab und wir üben dann weiter.